Kanzler. Wie könnt ihr es wagen, in meine Gemächer einzudringen? Ich will eure Tochter von diesem Irrsinn befreien und den Leichnam des Königs mitnehmen. Nein, noch nicht. Noch nicht? Er liegt seit 2 Jahren in eurem Bett. Wir haben uns geschworen, dass wir am selben Tag beerdigt werden. Sein Herz. Sein Herz. Diese Frau ist vollkommen verrückt. Sie erweist unserem König keine Ehre. Los. Nein, nein. Nein. Ah, Christina, Christina, kommt. Christina. Christina. Christina, komm. Bleib bei mir, komm. Bleib bei mir. Kommt, Christina. Bleib bei mir. Christina. Oh. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Holt den Leichnam. Christina! Hinterlassen hat mir mein Vater ein Land voll von Bauern und Holzfällern, von Bergleuten und Soldaten. Ignoranz und Analphabetismus greifen in den unteren Schichten um sich. Die Menschen verachten Gelehrte und jegliche Bildung erscheint ihnen suspekt. Der französische Philosoph René Descartes sagt, der größte Antrieb ist die Neugierde. Sie birgt alle Voraussetzungen, sich wissenschaftliches Wissen anzueignen. Er sagt, zur Vermeidung von exzessiver Bewunderung gilt es, Wissen in vielen Bereichen anzuhäufen. Aber vor allem das wert zu schätzen, was uns selten und außergewöhnlich erscheint. Wir brauchen Schulen, Theater und Bibliotheken. Wir müssen jene, die für ihre großen Ideen geächtet wurden, bei uns willkommen heißen. Ich möchte mein Schweden zum wohlkultiviertesten Land ganz Europas machen. Lasst uns neugierig sein, damit Stockholm das neue Athen wird. 25 Staaten und Provinzen haben den Westfälischen Frieden unterzeichnet. Ehre sei Ihrer Majestät! Von nun an kann jeder Monarch die Religion seines Landes frei wählen. Möget ihr diesen Umstand weise nutzen. Als ihr zur Welt kamt, habt ihr so kräftig geschrien, dass alle glaubten, der lang ersehnte Prinz wäre geboren. Wir brachten euch zu eurem Vater, er wickelte euch aus der Decke und sagte, das ist ja ein Mädchen. Zum 18. Geburtstag, mit dem Schwert eures Vaters, gehört euch Schweden. Die Königin! Um dies zu verwirklichen, müssen wir uns der größten Herausforderung dieses Landes stellen, dem Frieden. Habt ihr mich wirklich vermisst? Ich sagte der Comtesse Barré, ihr seid der Mann, der mir am teuersten wäre. Du bist die Königin einer Nation von schmutzigen, primitiven Bären. Wer würde dich wollen? Ihr wäret frei und könntet tun, was ihr wollt. Im öffentlichen Leben und im privaten. Ich bin davon überzeugt, dass wir unser Schicksal selbst bestimmen. Aber ich bin frei, Euer Majestät. Ich habe kein Königreich zu regieren. Lang lebe Christina! Ich werde den Tag verfluchen, an welchem ich euch meine Tochter nannte.